Gartenerlebnisse, die gibt es in Berndorf in der Gemeinde Kirchberg an der Raab. Manfred Jogl setzt in seiner Gärtnerei auf naturnahe Produktion. Seine Mission, die Verbundenheit mit der Natur. Biologischer Anbau ist für ihn der Weg, der in die Zukunft führt. Da wir ja seit 10 Jahren schon intensiv integriert, also mit Nützlingen und Pflanzenschutz sparend arbeiten, war der nächste Schritt dann in unserem alten Betrieb, den wiederzubeleben und ihn als Biobetrieb auszuweisen und auch so zu arbeiten. Im Jahr 2008 ist dann die Entscheidung gefallen, die Gärtnerei vom konventionellen auf den integrierten Anbau umzustellen. Natürliche Hilfsmittel ersetzen seit 2012 vollkommen die chemischen Pflanzenschutzmittel. Da wir ja seit circa 10 Jahren sowieso schon die Vorstufe zu Bio arbeiten, sprich unsere Pflanzen werden nicht mit starker Chemie behandelt, sondern wir arbeiten vorbeugend, wir stärken die Pflanzen. Der Pflanzenschutz erfolgt hauptsächlich mit Nützlingen, was tierischen Bereich betrifft. Wir verwenden prinzipiell auch im traditionellen Gartenbau nur mehr Pflanzenschutz, der für den Biolandbau zugelassen ist. Der Unterschied ist nur jetzt, wir sind den nächsten Schritt gegangen und haben Teile unserer Gärtnerei, sprich unseren alten Betrieb, biozertifizieren lassen. Gemeinsam mit Ehefrau Sigrid und einem zuverlässigen und sachkundigen Team wird ein äußerst vielfältiges Sortiment an Pflanzen kultiviert. Ob Zierpflanzen, Garten- und Fruchtpflanzen oder Kräuter, in allen Segmenten gibt es ein breites Angebot und beste Beratung aus erster Hand. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Die im zertifizierten Biobetrieb gewachsenen Pflanzen sind widerstandsfähiger und haben dadurch einen Startvorteil beim Auspflanzen im heimischen Garten. Die Basis ist eine Erde, die wenig Torf enthält, wo viel Kompost drinnen ist, die von der Pflanze gerne aufgenommen wird. Die Düngung erfolgt mit biologischen Düngen. Der Pflanzenschutz erfolgt über Beobachten der Pflanze, eventuell mit Stärkungen. Also man handelt eigentlich vorher, bevor etwas passiert. Und für die tierischen Schädlinge gibt es als Gegenspieler Nützlinge. Für die Qualität seiner Pflanzen steht Manfred Jogl persönlich ein, denn es gilt: Wo Jogl draufsteht, ist Jogl drin.